Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Jahr konnten wir zum 6. Mal den M100 Medienpreis verleihen. Wir möchten mit dem Preis Persönlichkeiten ehren, die die berühmten Fußspuren in der Geschichte hinterlassen haben. In diesem Jahr, passend zum Thema Pressefreiheit, freue ich mich besonders, dass wir mit Kurt Westergaard eine Person ehren, die zum Symbol für die Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit geworden ist. Unabhängig davon, wie man zu seinen Karikaturen steht, über Geschmack lässt sich bekanntermaßen streiten, ist für uns und muss unverrückbar feststehen, durch Androhung oder gar Anwendung von Gewalt dürfen Meinungsäußerungen nicht verhindert werden. Wenn Kurt Westergaard eine höhere Sicherheitsstufe als die amerikanische Außenministerin hat, dann ist die Grenze des Erträglichen bei weitem überschritten. Und es ist unsere Pflicht zur Verteidigung der Meinungs- und Pressefreiheit, Kurt Westergaard beiseite zu stehen. Hier soll der Preis ein deutliches Zeichen setzen, denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Presse- und Meinungsfreiheit sind gewissermaßen ein Zwillingspaar, das für die Demokratie unverzichtbar ist. Sie sind die Grundlage für eine freie und selbstbestimmte Gesellschaft. Und daher liegt es in unserer aller Verantwortung, in diesem Sinne wachsam zu sein und jeder Einschränkung dieser Rechte Einhalt zu gebieten. Vielleicht mag der eine oder andere von Ihnen schmunzeln, ob meines Plädoyers als Politiker für die Pressefreiheit, doch ich sehe sie als unverzichtbar an, obschon ich gerne zugebe, dass das manchmal auch verdammt unbequem ist. Aber solange Sie, meine Damen und Herren Chefredakteure, die journalistische Sorgfalt sichern und nicht dem ökonomischen Druck zulasten der Qualität erliegen, wird es ein für unsere Demokratie und Gesellschaft gedeihliches Miteinander von Presse und Politik geben und auch geben müssen. Kontroverse Diskussionen fördern den gesellschaftlichen Diskurs. Ein interessantes Beispiel hat in den letzten Tagen ja unsere Republik beschäftigt. Jeder weiß, worauf ich jetzt hinaus will. Die polarisierenden Thesen von Thilo Sarrazin zum Thema Migration und gesellschaftlicher Entwicklung. Die Aussagen von Thilo Sarrazin befremden mich zwar in der Art und auch im Duktus, aber schon Voltaire sagte, ich stimme zwar nicht mit ihren Aussagen überein, werde mich aber dafür einsetzen, dass Sie sie überall sagen dürfen. Die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und nicht zuletzt in den Medien hat mir deutlich gezeigt, dass hier durch Presse und Meinungsfreiheit ein gesellschaftlicher Diskurs über dieses wichtige Thema in Gang gesetzt worden ist. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass populistische Thesen als solche entlarvt werden können und wir die Akzeptanz für ein sinnvolles gesellschaftliches Miteinander damit auch stärken können. So, the new challenges. The heart of the challenge, as we heard today on many different levels, is how to leverage the technology that clearly affords wonderful opportunities for development, for business, for expressing ideas, and I would add for democratic reformers to coordinate, communicate in ways that simply wasn't possible in the past. At the same time, the economics of the new model, as I think virtually every panel in one way or another touched on, are creating enormous challenges to the model that in the past, certainly through the newspaper industry, afforded the sort of trust and accuracy that's critical for audiences believing and using what they read. So we're at, I think, a very unusual crossroads where the opportunities are in view, certainly to a degree. Matthias Döpfner articulated this, I thought, very eloquently earlier today. At the same time, it's hard to see precisely where the elements of news and information reporting are going to be provided in a way that fulfills its role as a political good and a public good. And to my mind, that's the missing link right now. Whether information that's produced in the new media environment will allow citizens to understand what's happening in public affairs, to learn about corruption in a meaningful way, and to further understand how they should participate.
I've touched on a number of challenges in a very set of broad strokes, but I think what we see is that in 2010, we're on the cusp of two media eras in a way. We're leaving the traditional old era, we're entering a new and in some ways uncharted era, but we're getting a challenge that gives us the problems from both eras, at least for the time being. And the traditional media challenges that we've seen in the form of control of media infrastructure, violence against journalists, this is occurring in some of the systems that are still trying to build democratic accountability, the basic contours of the state. In the European Union, the questions revolve more around privacy, ownership, security. We might call these postmodern challenges to the media. Nevertheless, there's sufficient overlap in these challenges for us to argue that we need to rethink and I think devote more attention to the ways to address this in the coming period so that our democracies are safeguarded and that free and vibrant media can enable the sort of systems that we all would like to have. With that, I will cede the rostrum to Bundeskanzlerin Merkel. Thank you very much. Der heutige Tag kann uns für unser Thema Pressefreiheit in Europa, da bin ich sicher, Orientierung geben. Bei dem Mann, den Sie heute auszeichnen, dem dänischen Zeichner und Karikaturisten Kurt Westerwart, geht es um die Meinungs- und Pressefreiheit. Bei ihm geht es darum, ob er in einer westlichen Gesellschaft mit ihren Werten seine Mohammed-Karikaturen in einer Zeitung veröffentlichen darf, ja oder nein. Egal, ob wir seine Karikaturen geschmackvoll finden oder nicht, ob wir sie für nötig und hilfreich halten oder eben nicht. Darf er das? Ja, er darf. Er ist ein Zeichner, wie es in Europa viele gibt. Europa ist ein Ort, in dem ein Zeichner so etwas zeichnen darf. Das ist im Übrigen kein Widerspruch dazu, dass Europa auch ein Ort ist, in dem die Freiheit des Glaubens und der Religion, der Respekt vor Glaube und Religion, ein hohes Gut ist. Wenn ein fundamentalistischer, evangelikaler Pastor in Amerika am 11. September den Koran verbrennen will, so finde ich das deshalb, kurz gesagt, schlicht respektlos, sogar abstoßend und einfach falsch. In der Diskussion um die Veröffentlichung der sogenannten Mohammed-Karikaturen geht es also genau darum, ob wir in Europa mit unseren Werten, und Sie haben die von mir genannten ersten fünf Artikel unseres Grundgesetzes sicher noch im Ohr, aus Angst vor Gewalt und Massendemonstrationen davon absehen, die Zeichnung dieses Karikaturisten zu veröffentlichen oder nicht, ob sie auch in anderen Zeitungen nachgedruckt werden oder nicht, und wenn nein, warum nicht? Denen, die das seinerzeit aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht haben, werfe ich nichts vor. Jeden Tag stehen Sie bei Ihrer Berichterstattung vor Abwägungsfragen. Sie gehören zur Verantwortung der Medien in Ausübung ihrer Pressefreiheit ganz selbstverständlich dazu. Ich kenne solche Abwägungsfragen auch selbst. Soll die deutsche Bundeskanzlerin die Hauptrede anlässlich dieser Veranstaltung halten? Soll sie den Dalai Lama empfangen? Soll sie Briefe, die sie zum Beispiel von Reporter ohne Grenzen bekommt, ernst nehmen und den neuen ukrainischen Präsidenten bei seinem ersten Besuch in Berlin auf die Einschränkungen der Pressefreiheit in seinem Land ansprechen oder damit besser bis zur zweiten Begegnung warten? Wie also verhält es sich mit den Werten und den Interessen, den politischen wie wirtschaftlichen, die für unser Land wichtig sind, für Sie wie für mich? Ich habe für mich die genannten drei Fragen dreimal mit Ja beantwortet. Und zwar aus einem einzigen Grund, der mich seit Beginn meiner politischen Arbeit leitet. Deutsche Politik vertritt ihre Interessen wertegebunden, nach innen wie nach außen. Werte und Interessen gehören zusammen. Wer einen Gegensatz aufmacht, hat sich bereits aufs Glatteis führen lassen. Meine Damen und Herren, die Freiheit, ich habe es schon oft gesagt, ist für mich persönlich die glücklichste Erfahrung meines Lebens. Auch bald 21 Jahre nach dem überwältigenden Geschenk der Freiheit mit dem Fall der Mauer und 20 Jahre nach der Vollendung der Einheit Deutschland gibt es noch immer nichts, das mich mehr begeistert, nichts, das mich mehr anspornt,
Nichts, das mich stärker mit positiven Gefühlen erfüllt, als die Kraft der Freiheit. In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen zu dieser Veranstaltung und wünsche Ihnen für Sie, diese Veranstaltung, alles Gute und viel Erfolg. Wenn wir die Feigheit ansprechen, dann sprechen wir eine Haltung an, die nicht einfach aus schlechtem Charakter erwächst, sondern sie erwächst aus der Angst, aus den Ängsten. Sie sind es, die mit ihrer fortwährenden Präsenz in den Individuen wie in der Gesellschaft unsere Fähigkeit, Verantwortung zu tragen, minimieren. Deshalb ist es wichtig, Mut zu gewinnen. Und ich habe mich, Frau Bundeskanzlerin, an verschiedenen Stellen über Ihre Rede besonders gefreut. Eine davon ist, dass Sie den Begriff Mut aufgenommen haben, den die Jury im Preisverleihungstext ins Zentrum der Begründung der Preisvergabe gestellt hat. Es ging eben nicht nur um die künstlerische Begabung eines Zeichners, sondern es ging um den Mut eines Bürgers, der in exemplarischer Weise ausgezeichnet wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir begreifen, wir müssen diesen Mut trainieren. Wir müssen ihn erst gewinnen, dann trainieren und dann das Wissen darum immer in uns befestigen, dass wir ohne Mut Sklaven unserer Ängste sind, dass wir unsere Freude an der Gestaltung und unsere Kraft zur Gestaltung einbüßen, dass wir also Getriebene werden, statt Gestalter sein zu können. Er ist ja so uralt, dieser Fluchtimpuls. Er gehört einfach zum Menschen. Und unsere erste menschliche Neigung wird immer sein, jeder Gefahr durch Flucht zu entgehen und jeder Übermacht durch Anpassung und Unterwerfung. Frau Bundeskanzlerin Merkel, lieber Kurt Westergaard, hat eben darauf hingewiesen, dass Sie und ich dies ganz besonders intensiv in langen Jahren der Diktatur gelernt haben. Wo Sie hier gerade sitzen, hier in diesem schönen Potsdam, in diesem wunderbaren Raum, sieht alles aus wie früher. Sieht alles so aus, wie es ein zwar königlicher, aber dennoch toleranter Geist sich erdacht hat. Aber um diesen Raum herum und durch diesen Raum herum gingen Menschen, die in der Diktatur leben, beständig gelernt haben, Angst nützt. Angst ist normal. Es ist unglaublich normal, wie schnell wir uns daran gewöhnen, mit Angst und Unterwerfung und Anpassung zu leben. Es ist eigentlich so, wenn wir diese Zeit betrachten und unsere Lebenserfahrungen in dieser Zeit, dass es rational ist, der Angst zu folgen und Feigheit zum Lebensprinzip zu erheben. Und wir wissen, dass unsere Ratio nicht immer der Helfer ist, den wir brauchen. Denn unsere Ratio rät uns oft zur Unterwerfung und Anpassung und eigentlich eher selten zum Mut. Aber dann gibt es eben immer wieder die Abkehr und den Abschied von Angst. Und deshalb sind Sie hier. Deshalb sind Sie eingeladen. Deshalb bekommen Sie diesen Preis, lieber Kurt Westergaard. Wir haben es hier in Deutschland 1989 und in anderen historischen Situationen erlebt, was geschieht, wenn Menschen sich nicht mehr von ihrer Angst leiten lassen, sondern wenn sie in ihrer Angst den Abschied geben. Wie sie dann aus Opfern und Mitläufern zu Gestaltern werden, zu Bürgern. Das war großartig für alle, die es erlebt haben. Es hat Existenzen und eine ganze Gesellschaft verwandelt. Es hat der Freiheit einen neuen Raum gegeben. Deshalb wollen wir unsere Werte und Potenzen, hauptsächlich unsere Verantwortungsfähigkeit, nicht verlieren. Deshalb bekennen und belohnen wir Handlungen, die uns Zukunft schaffen können. Es hat mich sehr bewegt, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie hierher gekommen sind und dass Sie hier so deutlich gesagt haben, dass Werte und Interessen nicht zu trennen sind. Sie haben von Abwägungen gesprochen, die wir alle und Sie in besonderer Weise vornehmen müssen. Aber ich wünschte mir ja, dass das ein beständiger Leitspruch deutscher Politik sein könnte. Und ich wünsche uns allen die Kraft dazu, unsere Regierung dabei jeweils zu unterstützen.
Deshalb ist das für uns alle und für Sie, lieber Herr Westergaard, eine ganz besondere Stunde. Es sind eben nicht nur ein paar Spezialisten der schönen Worte und schönen Gedanken und der moralischen Erwägungen hier versammelt, sondern es sind Pragmatiker der Macht und des Mediengeschäfts. Wir wissen noch nicht genau, welches härter ist. Aber alle diese Menschen sind um Sie, weil Sie diesen Menschen etwas geschenkt haben. Es ist aber immer, wenn wir Preise vergeben, so, wir loben und preisen das, wovon wir alle zu wenig haben. Und so verbinden wir hier die Freude über Ihren Besuch bei uns, ganz verschiedene, aber miteinander verbundene Elemente. Da ist natürlich zunächst die Anerkennung für Ihre Person. Sie haben Ihr Leben lang nicht trainiert, in einer ganz besonders herausgehobenen Position zu leben, sich mit Bodyguards zu umgeben, von Wohnung zu flüchten und trotzdem noch ein fröhlicher, lebensbejahender Mensch zu sein. Es ist Ihnen zugewachsen. Sie haben da etwas, für das wir Ihnen dankbar sind. Hauptsächlich haben Sie Mut, Ihre Liebe zur Freiheit zu leben. Diese drückt sich aus in Ihrem Einsatz für Meinungs- und Medienfreiheit. So danken wir Ihnen und gratulieren Ihnen aus ganzem vollen Herzen. Gleichzeitig ist diese heutige Auszeichnung ein Appell an alle, die Verantwortung tragen in der Regierung, in der Kultur, in den Medien, standhaft, wertorientiert und mutig zu bleiben. Es ist einfach wichtig, dass wir wissen, wir dürfen nicht weichen, wenn verantwortungslose Menschen und Mächte unsere freiheitlichen Werte untergraben und relativieren. Es hat mich sehr gefreut, dass die machtvollste Person in unserem Land darauf eben in ihrer Rede abgehoben hat. Es ist zwar eine Tugend, wenn westliche Menschen einem Argument weichen, aber es ist nichts als Feigheit, wenn sie einer Bedrohung von Feinden der Freiheit weichen. Und aus diesem Grunde wollen wir beständig daran glauben, dass unsere Kraft nicht einfach in der Fähigkeit ist, das interessante und wichtige Kalkül durchzusetzen, sondern diese unsere Werte zu bleiben. Und ebenso dankbar bin ich dafür, dass hier ausgeführt worden ist soeben, dass es keine alternativen Menschenrechte gibt, sondern dass sich die Menschen aller Nationen auf den einen Menschenrechtskatalog geeinigt haben. Und dass alle, die diesen Vereinten Nationen beigetreten sind, auf eben diesen Menschenrechten jedenfalls verbal gründen. Und dazu gehört Freiheit und Toleranz. Und deshalb kann es mich persönlich nur mit Abscheu erfüllen. Und ich sage dieses starke Wort ganz bewusst, denn ich musste mich zu lange nach der Freiheit sehnen. Wenn in gewissen Feuilleton-Debatten unser Eintreten für die westlichen Werte, für die Politik, die aus der Charta der Menschenrechte erwächst, als eine hegemoniale Politik des Westens diffamiert und denunziert wird. Da dürfen wir nicht zuschauen, da müssen wir widerstehen. Ich glaube deshalb, dass uns das Wort Mut, das im Zentrum des Auszeichnungstextes für Kurt Westergaard steht, dass es uns allen täglich neue Aufgaben übermittelt. Und dass wir täglich die Bedrohung erkennen müssen, die uns ja nicht nur von draußen, von Fanatikern aller Couleur und von Diktatoren entgegengebracht wird, sondern dass zu diesem Mut auch ganz simple Dinge gehört. Dass wir die moderne Gesellschaft einfach auch dann kritisch anschauen, wenn keine Diktatoren oder Machtmenschen sie verunsichern, sondern wenn sie zersetzt werden durch Zeitgeist, durch Lethargie, durch Egomanie oder durch einen ganz vulgären Hedonismus. Man kann auch einfach
indem man sich wegstiehlt von der Handlungsebene, die Demokratie untergraben. So erwarten wir ganz zuletzt von uns selbst, von uns Bürgern, dass ein solcher Preis unser eigenes Vermögen, mutig und verantwortungsbereit zu sein, stärkt. Thank you very much. I'm very honored to be here and to receive this great prize. It's a very big day for me. And I thank Chancellor Angela Merkel für und auch Joachim Gauck für for the let me not mix English and German. For the kind and strong words and for their appreciation. Thank you very much. I will never forget this day. a cartoon is an idea with a line around it. The idea should preferably be so clear that the communication with the readers is swift. The cartoon is a product that has a lifespan of only one day. Afterwards, the situation is different and the cartoon may have lost its news value. Then a new idea with a new line around it is required. But sometimes the cartoon concerns itself with a subject that is apparently eternally topical, for example, freedom. And if there is one thing which people in the global village disagree on, it is freedom. I have experienced Nazism, communism, and fascism, and now Islamism. And all these isms means fanaticism. There are very many different sociological and geopolitical analyses of the nature of fanaticism. Simply put, I perceive a fanatic as a person who has rejected one of the most constructive but also most difficult feelings, namely doubt. And in the political ideology or in the darkness of religious obscurity, people stick together closely and the direction one has to go is indicated solely and undoubtedly by ideologists or perhaps religious authorities. And then a little joke, which I think for the time being will not be considered as politically correct in my homeland, Denmark, anyway, not in certain circles. In a Middle Eastern country, very hostile to the West, they had finally constructed a missile which could reach the West. But on the day when they want to launch it, it could not take off because there were so many people clinging to the missile. They all so wanted to go to the West. Well, anyway, a lot of people have come to Denmark. Many of them, most of them, has come with an honest desire for integration and a better life in Denmark. Others have arrived with religious and cultural explosives in their baggage, which can threaten our social order. It is so with me and religion. I am an atheist, but I have no problems with religion at all.
And I respect everybody's right, and I will defend everybody's right to worship his God. And as an atheist, I also is aware of my cultural and religious heritage. And therefore, another little anecdote taking place in Northern Ireland many years ago, a man is approaching a roadblock. The man behind the roadblock asks, "Are you a Catholic or are you a Protestant?" The man answers, "I am an atheist." The man behind the roadblock asks, "Are you a Catholic atheist or are you a Protestant atheist?"